So, Markus Rühl Reaction auf Pamela Reif. Reif, let's go. Das wird witzig. So, hallo, wir sind hier im Rühlsfit und Fun. Wir haben die erste, nicht stehen, sondern Moin, Markus. die erste Freiwillige für unser Training. Hello, everyone. Danke, Schluss. Hello. Die kenne ich nicht. Da ist ja dieser komische Moderator, ne? Ich mag's kalt lieber, aber du kannst auch warm essen. Versuch dir heute zu helfen, dich unter die Fittiche zu nehmen. And welcome to our cardio party. Hello, Cardio Party. Ist das nicht die, die so richtig viral gegangen ist im Lockdown mit ihren komischen Workouts? Ja, ne? Cardio macht dünn. Ich höre den Namen überall, aber ich habe mir von der noch nie was reingezogen. Sieht aber sehr sympathisch aus, die Dame, ne? Bisschen sehr skinny, aber es sieht sympathisch aus. Und Hübsche Frau. raus in die Küche und Tasse gespült. I'm very much looking forward to this session. I think it's going to be so fun. And after doing those kind of videos, I also always feel super happy and it always makes me smile. Das guckt sich doch keine Sau an. Alles ist doch stinklangweilig, der Scheiß. Bitte hau ab mit dieser Kondensmilch aus der Tube. Damit kannst du mich jagen. Das ist Diabetes und Karies to go. Wer interessiert sich für Bikini-Frauen? Ich nicht. Bodybuilding. Let's do a quick warm-up. Da freuen wir uns. Ich glaube, mehr wird nicht drin sein. Very good. Egal, jetzt mal im Ernst. Nein, ich sag lieber nichts. Squatting down and stretch to one side. Ich finde es brutal, ja. Ich habe Angst vor morgen, ganz ehrlich. Ja. Und hört bloß auf, mit der Stoppuhr Pausen zu machen. Es ist genau so eine Rotze, wie mit rosa Kompressionshose, eine schwarze kurze Hose drüber zu trainieren. Das ja, da gebe ich dir recht, Magus. Haben wir geguckt von Emi. Braucht kein Mensch das. Ey, Junge, das kann. Nein! Wer stellt sich denn im Lockdown vorm Fernsehen dahin und macht das ernsthaft nach? So, es gab bestimmt hunderte von Frauen. Aber wie kommt man sich denn dabei vor? Ich weiß nicht, Freunde, ja. Ich weiß nicht. Ach, am Arsch, gar nicht, Alter. ja? Ich bin geschockt, ja. Leute, die haben halt Gym-Ästhetik an. Und es gibt Leute, die haben Rule the Gym an. Richtig. Also klar ist es immerhin besser, sowas zu machen, eine halbe Stunde, anstatt wenn man gar nichts macht. Definitiv. Aber ich würde mir einfach komisch dabei vorkommen bei so einem komischen Programm, ne? Naja, egal. Aber für irgendwelche Hausfrauen plus 50 ist das doch bestimmt was Nettes. Und dann heißt es, damit tut mein Rücken immer so weh. Ich mache nicht so gern Kniebeuge, ja? Das ist klar, das ist der Kreuzheben, was ihr macht. Oder Hyperextension, so Good Mornings, ja? Get ready. The quick heart. One, two, three, four. Ich bin kaputt, genau. Alles Quatsch, ja. Das ist einfach Social Media Übung, ne? Ey, irgendwo sind die Grenzen. Ich kapiere es nicht mehr. Aber Bruder, weißt du, wo die Grenze ist? Social Media. Ich zeige euch jetzt, wo die Grenze ist. Ich muss es nochmal ansprechen. Tut mir leid. Das ist einfach Social Media Übung, ne? Ey, irgendwo sind die Grenzen. Die Grenze ist dieser 90er, 2000er Bart, Digga. Dieser 2000er Bart ist die Grenze. Wartet mal. Wir hatten den Typen schon letztens. Der Typ, der ist einfach 2000er Jahre kleben geblieben. Der ist stehen geblieben mit der Zeit. Und auch sehr unangenehmer Typ, wie der moderiert. Ich kapier's es nicht mehr. Aber sieht gut aus, ne? Star Trek, ja, Mann. Da frage ich mich, das kann ja nicht wahr sein, ne? Also, irgendwie stimmt hier alles nicht mehr. Ich muss ganz klar differenzieren zwischen Übungen, die sind. Digga, das ist der, meine Freundin ist 17,5 Jahre alt und er fährt Golf GTI. 100%, das ist der. Machen und einfach Übungen, ja, wo einfach besser aussehen. Very good. Oh, yes, fun. I hope you enjoyed it. Thank you very much, Pamela. Planst du mal wieder Bart an den Wangen wachsen zu lassen? Nee, hatte ich noch nie. Ich habe hier immer Übergang. Ich finde, das sieht irgendwie
so wie bei Steve zum Beispiel ungepflegt aus, wenn man hier irgendwie dieselbe Länge hat wie hier unten. Nein. Freunde, an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet und euch stabile Supplements gönnen wollt, dann besucht die Seite esn.com mit dem Rabattcode William. Sichert ihr euch immer den besten Deal, beispielsweise auf das ISO Clear oder einen stabilen Pump Booster. Hier Crank Pump Pro kann ich euch empfehlen. Und wenn ihr was Gutes für eure Gesundheit tun wollt, haben wir auch reichlich Vitamine, wie zum Beispiel Athlete Stack. Also Rabattcode William, esn.com. Vielen Dank für den Support. Weiter geht's mit dem Video. Nee. Wenn es dir angenehm ist, ne, dann such dir einen anderen Sport. Ich muss halt oft lachen oder jener erfahrene Bodybuilder oder Sportler muss lachen darüber. I have to turn up my music. So this was our first workout. Sieht in 6 Wochen noch genauso scheiße aus wie jetzt. Was gar nicht böse gemeint ist, ist halt so. Weil es natürlich nichts Mehrwert hat. Das ist der größte Schwachsinn. Das ist immer so das Ding. Markus, wann ist mein Training gut? Es muss ja so sein. Kompletter Sehnenabriss, dann bist du stabil dabei. Mach die zu Dr. Rich. Stahl schwer, haut es vom Volumen hoch. Dann ist es absolut ausreichend, glaubt mir das. Arm. Jetzt mal ohne Scheiß. Mir war das sau unangenehm, wo ich denke. Gib immer hin. Ja, das Video hat überhaupt gar keinen Sinn, Alter. Mit einer halben Flasche Wodka, das hier die Olle gleich an. Meine Mom macht immer die Trainings von ihr. Ich sag doch, Freunde, natürlich belächeln wir das hier, ne? Aber für so eine Hausfrau, die abends da sich sowas anguckt und sich da ein bisschen bewegt, bevor sie gar nichts macht und nur den Putzlappen schwingt, ist das natürlich nicht verkehrt. Safe. Das hat auch bestimmt viele Frauen motiviert im Lockdown. Aber wirklich jetzt nur sowas zu machen, ich weiß nicht, das bringt doch gar nichts, Alter. Attraktiver aus. Bauch hoch, Oberschenkel. Brauchst du nicht. Dann geht er lieber ins Damenstudio. Nee, kein Handsclap, Digga, bitte. Nein. Ich meine, du kommst nach Hause, du siehst deine Frau vom Fernseher, die macht Acke-Mecke Handsclap und macht da irgendwelche Sachen. Wird die rausschmeißen, Alter. Sofort raus. Raus aus der Bude. Verschwinde. Guck mal, das brauchst du bei so einer Vollübung da, mit dem Kopf da rumeiern. Brauchst du es nicht, da kannst du mich nachts um 3 wecken. Auf dem Scheißhaus mache ich das, aber wenn du mit Gewicht arbeitest, das hilft. Probiert's mal aus. And we turn around. Wichtig ist auch zu wissen, wenn man mal aufhören muss. Digga, die tanzt sich da ein ab, nun hat Millionen gemacht mit diesem Tanzprogramm. Was ist denn das? Das ist natürlich so Hasengefickt, das bringt natürlich gar nichts. Ja? Für die Leute, die Entwicklungsprobleme haben. Gewicht ist schon entscheidend für den Muskelaufbau, für den Kraftaufbau. Und hat die so ein Tante Grätsche drin. Ne? And sexy. What? And sexy. Wann war das denn? Dennis James macht Beatbox und Markus Rühl ist am Dancen? What? Warte. Hä? And sexy. Ah doch, den Arschwackler kennen wir. I have to fix my sock. First things first. Hang. Yes, first things first. My shoes, so I will not break an ankle. Hey, wir haben teilweise barfuß trainiert hier. Ne? Stabilste war mal, ich hatte ausgelutschte Turnschuhe, die waren eben aufgerissen, hat trotzdem 320 Kilo gebeugt. Ja, so einfach geht das, Digga. Also auch die Gewichtheberschuhe macht aus einer keinen Mann. Yay! Clap for yourself. Thank you so much for joining today. Kein Problem, Schwester. Zum Glückwunsch. Sending you lots of kisses and a mental hug. Mir ist echt, mir ist es kotzen gekommen. So thank you so much and I hopefully see you tomorrow. Bye bye. Ja, aber hübsch ist sie, ne? Sehr, sehr hübsche Frau, muss man an der Stelle sagen. Das so mal als Tipp für euch, ja? Gewichte, das ist ja das, was spannend ist eigentlich. Nun, anabole Steroide, das kommt dann ganz gut. Geht ganz gut in den Blutkreislauf rein. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. So. Beste Szene war, wo die da rumgefurzt hat, Alter. Das war echt stark. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein, oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf esn.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank.